Der Impfstoffdiskurs hat den Boden der Evidenzen leider längst verlassen. Besonders perfide die permanente Behauptung, man müsse sich impfen lassen, um andere zu schützen. Sogar die Kinder sollen aus diesem Grund jetzt geimpft werden, obwohl für sie keine besondere Gefahr von SARS-CoV-2 ausgeht. Diese Argumentation, dieser moralische Druck entbehrt jeder Faktengrundlage. Aber Evidenzen, wie gesagt, haben im Impfstoffdiskurs leider sowieso von Anfang an keine besondere Rolle gespielt. Wir wissen seit mehr als einem Jahr, dass die jetzt zugelassenen Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 keine Unterbrechung der Infektionskette verursachen können. Das heißt, sie schaffen keine sterile Immunität. Und zwar bereits im Mai 2020 war das im Zusammenhang mit einem AstraZeneca-Versuch evident, als nämlich aus der präklinischen Phase im Tierversuch die Affen genauso ansteckend waren über das Nasensekret, die geimpften Affen wie die nicht geimpften Affen. Zwar wird wieder mal auf Basis von theoretischen Labormessungen viel hin und her spekuliert, ob Geimpfte vielleicht ein paar Tage weniger ansteckend sind, ob ihre Virenlast früher absinkt und so weiter und so fort. Aber das sind alles Hypothesen und Schätzungen auf teils auch widersprüchlichen Messwerten. Und wir leben in der Realität und nicht im Labor. Das heißt, was uns interessieren sollte, sind dann epidemiologische Daten, sind Kohortenstudien aus der Realität, wenn man geimpfte und nicht geimpfte Menschen eine Zeit lang beobachtet. Also bleiben wir bei dem, was wir wissen. Nehmen wir doch gleich als erstes die Lieblingsstudie der Pharmalobby, die schon etwas älter ist. Eine eben etwas ältere Studie in Schottland hat gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit der Geimpften, das Virus aufzunehmen und weiterzugeben, also selbst Überträgerin oder Überträger des Virus, des Coronavirus zu sein, um 30% sinkt gegenüber den Nicht-Geimpften. Diese Studie wurde zum Beispiel ganz stolz in Science Cops in der Folge 13 auch wiedergegeben und breitgetreten. Den Link dazu finden Sie unten. Die Zeitmarke ist bei 42 Minuten. Also bei 42 Minuten, dort können Sie das nachhören. Das ist sozusagen die am meisten von den Ideologen, muss man schon fast sagen, Impfstoffideologen verbreitete Studie mit diesen -30%. Andere Studien, das wird sogar in Science Cops auch gesagt, kommen auch zu weit geringeren Werten, weit geringeren Reduktionen des Risikos, andere anzustecken. Aber gehen wir gerne zunächst von diesen -30% aus, von diesem Eldorado der Pharma-Lobbyisten. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass ich als geimpfte Person noch immer 70% so gefährlich bin wie andere. Das heißt, in Kohortenstudien hat sich gezeigt, die Gefahr als Geimpfter noch immer jemanden anderen anzustecken beträgt 70% im Vergleich zu einer nicht geimpften Person. Liebe Geimpfte, mit anderen Worten, ihr seid im besten Fall noch immer 70% so gefährlich, so ansteckend für andere wie Ungeimpfte, wenn es nach der günstigsten Studie geht. Ist das der große ethische Unterschied, der euch zu den moralisch Überlegenen macht? Ist es den Geimpften überhaupt bewusst, dieser Sachverhalt? Der Diskurs scheint ja gar keine Rücksicht darauf zu nehmen, wie die Evidenzen liegen, dass man eben mindestens, im besten Fall, noch immer 70% so ansteckend, so gefährlich ist, trotz Impfung, das Virus weitergeben kann. Wie verhalten sich die Geimpften, die ja medial immer nur präsentiert bekommen, dass sie sozusagen andere schützen, weil diese Daten ja nicht ordentlich und deutlich in den Medien kommuniziert werden, dass eben der Schutz anderer nicht gegeben ist? Wie verhalten sich die Geimpften? Nehmen sie das Ganze jetzt eher auf die leichte Schulter? Sind sie dann vielleicht sogar eine größere Gefahr als die Nicht-Geimpften, die eben wissen, dass sie Viren weitergeben können, auch SARS-CoV-2? Warum sollte Testen nur für Ungeimpfte gelten, aber nicht mehr für Geimpfte bei diesem geringen Unterschied, wenn die doch noch immer 70% so ansteckend, potenziell ansteckend sind? Warum sollten Reiseeinschränkungen
nur für Ungeimpfte, aber nicht für Geimpfte gelten. Bestimmte Maskenverpflichtungen nur für Ungeimpfte, aber nicht für Geimpfte. Und was man so alles hört, ich will diese unfassbaren, fast schon hetzerischen Forderungen, die teilweise sogar von Vertretern der Ethikkommissionen verbreitet werden, diese Forderung nach Benachteiligung der Ungeimpften hier gar nicht weiter ausbreiten und wiedergeben. Das ist absurd, das entbehrt jeder wissenschaftlichen Evidenz und ich bin fassungslos über das, was in unserer Gesellschaft diesbezüglich gerade passiert. Geimpfte könnten ja vielleicht auch gefährlicher als Ungeimpfte sein, wenn man ihnen nicht deutlich sagt, dass sie noch immer mindestens 70% so potenziell ansteckend sind nach der Impfung wie die Ungeimpften. Und das wäre die Aufgabe der Medien, anstatt irgendwelche theoretischen Messwerte hin und her zu tauschen, die eigentlich nicht wirklich etwas aussagen. So, und das war alles vor der Delta-Variante. Tatsächlich wird derzeit das Risiko, nach der Impfung, trotz Impfung, jemanden anderen anzustecken mit SARS-CoV-2, mit Sicherheit um weit weniger als 30% reduziert. Das traue ich mich mit Sicherheit zu sagen. Das heißt, die Geimpften sind wahrscheinlich weit mehr als 70% so ansteckend wie die Ungeimpften, so potenziell ansteckend. Es gibt nämlich eine Studie über einen Covid-19-Ausbruch aus Massachusetts. Das ist ein Staat mit einer besonders hohen Durchimpfungsrate. Und nach dem 4. Juli 2021, das ist der US-Nationalfeiertag, wurden 900 Corona-Fälle registriert und näher untersucht. Davon 75% geimpfte Personen. 75%. Zitat aus dieser Studie, die ich Ihnen unten selbstverständlich verlinkt habe. Während der Anteil der Geimpften in der Bevölkerung steigt, nimmt die Proportion der Geimpften unter den Covid-19-Fällen zu. Das bedeutet, je mehr Menschen sich impfen lassen, desto höher wird der Anteil der Geimpften unter den Covid-19-Positiven. Des Weiteren war die Virenlast im Nasensekret in dieser Studie bei den Geimpften genauso hoch wie bei den Nicht-Geimpften. Das heißt, auch sie waren ansteckend. Natürlich wird die genannte Studie aus Massachusetts auch teilweise schon genutzt, um für die Impfung Werbung zu machen. Und ich weiß auch, die Studienautoren selbst betonen, dass das keine Studie ist, die gegen die Impfung ist. Aber das muss man ja heutzutage als Wissenschaftler auch sozusagen als Disclaimer dazu schreiben. Sonst ist man sofort in dieser Branche weg vom Fenster. So sieht die Realität derzeit aus. Aber die Studie ist natürlich kein weiteres Zeugnis dafür, dass die Impfung besonders wirksam ist und schon gar nicht, dass man mit der Impfung andere schützen kann. Im Gegenteil, selbst wenn man die Studie sehr optimistisch deutet, dann kann man noch immer sagen, ja, vielleicht gibt es nach wie vor einen Schutz vor schweren Verläufen durch die Geimpften, das will ich auch nicht abstreiten, oder für die Geimpften, das will ich nicht abstreiten. Aber der Schutz anderer dürfte sich vor allem nach der Delta-Variante, die jetzt dominiert, immer mehr Richtung Null bewegen. Das heißt, liebe Geimpfte, dass mit den minus 30%, dass ihr sozusagen noch 70% so ansteckend oder potenziell ansteckend seid wie andere, das schaut wahrscheinlich heutzutage noch wesentlich ungünstiger aus. Vielleicht ist der Effekt irgendwo gegen Null. Das muss man halt aus solchen Studien und aus solchen Daten auch ganz offen und ehrlich eingestehen. Ein Schutz anderer ist nicht nachweisbar und schon gar nicht ein signifikanter Schutz anderer. Die Studie zeigt jedenfalls auch klar, dass Impfungen eben nicht so effizient vor einer Infektion schützen, wie das bei den Studien der Pharmakonzerne herausgekommen ist und wie uns diese Konzerne auch ganz gerne glauben machen. Aber das ist kein neues Phänomen. Organisationen der Evidence-Based Medicine wissen, dass die Realität oft signifikant von den Studienergebnissen, die durch die Konzerne selbst vorgelegt wurden, abweicht. Ja, die können ein Lied davon singen, das ist wirklich nichts Neues. Und wie gesagt, Geimpfte könnten zumindest seit der Delta-Variante vielleicht genauso ansteckend sein wie Nicht-Geimpfte. Aber selbst wenn wir weiterhin bei diesen minus 30% aus einer älteren, sozusagen aus der optimalsten Studie bleiben, ist es absurd, sich deswegen
wegen diesen minus 30%, als der solidarischere Mensch zu fühlen und anderen Vorwürfe zu machen, wenn sie diese Impfstoffe für sich persönlich für nicht notwendig oder verfrüht erachten, wenn man noch immer 70% zu gefährlich und potenziell ansteckend für andere ist. Das ist einfach keine Basis, um sich als der bessere Mensch zu fühlen und auch keine politische Basis, um Menschen immer mehr in die Enge zu drängen wegen diesen Impfstoffen und sie auch mit möglichen Nachteilen gegenüber den Geimpften sozusagen zu bedrohen. Besonders relevant sind diese Erkenntnisse für Gesundheitsberufe, denn der Schutz anderer, wenn wir bei diesen maximal minus 30% bleiben, ist vermutlich weniger, ist nicht zufriedenstellend, nicht wirklich eine Sicherheit, schon gar nicht eine Sicherheit. Und bitte sagt das dem Gesundheitspersonal, dass sie nach diesen Impfungen entweder genauso ansteckend sind, vor allem seit Delta, oder 70% so ansteckend wie andere, denn das müssen sie wissen, und setzt auch das Gesundheitspersonal daher bitte nicht unter Druck mit dem solidarischen und moralischen Argument. Ob man sich impfen lässt oder nicht, ist und bleibt eine persönliche und individuelle Entscheidung. Ja, ich bin nicht gegen die Impfstoffe, ich bin kein genereller Impfgegner, aber ich möchte, dass die Menschen sich frei vom sozialen, moralischen und politischen Druck sich für oder gegen die Impfung entscheiden können. Das moralisierende Argument könnt ihr euch in die Haare schmieren.